Mit der Sierra Nevada im Rücken geht's heute nach Granada. Wir wollen zur Alhambra. Kommt mit! Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schick die Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Traumhaftes Wetter hier, auch wenn es auch hier nachts richtig kalt ist. Wir sind in Granada, besser gesagt hier an der Finca Bella Vista. Für uns geht es jetzt mit der Bahn Richtung Innenstadt, ist doch klar. Und der Tobi und ich, wir standen gestern auf dem Bierchen hier. Und schaut mal, was wir hier schon entdeckt haben. Das ist doch schon mal der erste gute Tipp am heutigen Tag. Ich würde sagen, auf los geht's los. Ja, wir sind jetzt gar nicht weit gegangen. Also wir kommen jetzt von da hinten im Prinzip. Man geht aus dem Campingplatz raus, sofort zur großen Straße und dann links. Hier vorne ist gerade die Bahn. Na gut, die kriegen wir jetzt natürlich gerade nicht. Aber wir holen uns erstmal ein Ticket. Der Tobi und Nadine plus Kinder, die waren gestern schon hier. Die haben die Info, die Bahn kommt alle 5 bis 10 Minuten. Von da aus sind wir ganz entspannt. Den Fahrschein, den holt man sich dann hier. Das Gute ist, man kann alles auf Deutsch umstellen. So, und hier noch ein. Ich habe jetzt hier einen Einzelfahrschein genommen, habe dann noch mal einen dazu genommen, im Prinzip Mops dazu. Nee, jetzt hat er irgendwie, doch, hat er 2 eingewählt. 3 €, das ist total in Ordnung. Ja, wir wollen natürlich zur Alhambra hoch, so viel ist klar. Und hier kann man auf jeden Fall eine Bimmelbahn, die kann man sich holen. Und das kostet jetzt pro Tag 9,10 Euro oder halt einen Trip für 6,80 Euro. Klar, möchte man 2 Tage, alles logisch. Jetzt ist nur nicht richtig ersichtlich, ja, wann kommt sie denn genau? Hier steht auch sowas, ja, ne, hängt vom Verkehr und so weiter ab, von der Saison. Auf jeden Fall wisst ihr hier schon mal, so fährt sie auf jeden Fall, also jetzt zu dieser Jahreszeit. Oder halt so, jetzt sind wir gerade am Überlegen, klar, Mops sagt auch, ne, schwanger kann jetzt auch nicht Ewigkeiten. Aber, da vorne kommt sie, also sie kommt wie gerufen. Das ist auf jeden Fall prima, also ist da auf jeden Fall schon die Entscheidung für uns persönlich gefallen. Wir zahlen 2 mal 9,10 € und hiermit können wir eine ganze Stadtrundfahrt machen. Wir haben uns jetzt von Tobi und Nadine getrennt, die sagten, ich glaube, die ganze Tour dauert irgendwie 1,5 Stunden durch die ganze Stadt. Ja, wir sind jetzt schon eine Station gefahren und es ist echt ganz schön wackelig, aber ich finde es echt mega cool, weil wie ihr seht, diese Riesenstrecke hier, das sind wohl 11, 12 Stellen, wobei hier noch 1A, 1B ist. Ja, und das alles jetzt mal ehrlich für einen Zehner, das abzulaufen, da läufst du dir einen Wolf und es gibt doch nichts Schöneres, du kannst hier so sitzen in der Huckepiste, dir alles angucken und ganz ehrlich, es wäre mir auch zu viel gewesen, weil irgendwann, wenn ich zu viel laufe, merke ich einfach, es zieht im Unterleib und das bringt ja nichts. Und das Coole ist, du kannst ja hier jederzeit überall einsteigen und wieder aussteigen und das den ganzen Tag nutzen. Ja, und so lassen wir uns jetzt hier durch die Gegend kutschieren und kriegen auch noch Infos. Also gegen 1,50 Euro kannst du dir noch hier Kopfhörer holen, die du dann hier einsteckst. Da sind 14 verschiedene Sprachen und ja, kannst du dich noch mit Infos berieseln lassen, was will man mehr. Wir sind jetzt auf jeden Fall bis Stelle 1A gefahren. Wir haben den Mann noch mal gefragt, er sagte, das ist richtig, weil hier irgendwo befindet sich der Eingang. Im Hintergrund sieht man auch die Alhambra. Ich weiß noch gar nicht, was das genau ist. Ich lasse mich mal überraschen. Und ich finde, beziehungsweise wir finden, wir haben alles richtig damit gemacht, weil dieser Weg hier hoch,
ist echt steil und das möchte man nicht zu Fuß laufen. Also es war ein ganzes Stückchen gewesen. Wir haben jetzt die Tickets geholt, das war alles ein bisschen kompliziert meiner Meinung nach. Also zu dritt durften wir auch nicht mal das Ticket holen, also ich musste ganz alleine rein. Und ich habe jetzt die Tickets, also zusammen kostet das 18 Euro pro Person, also 36 Euro, der Mian zahlt nichts. Aber ich habe jetzt hier gerade eben gesehen, hier steht Hora Palacios Nazaris. Es gibt einen Termin genau für diesen Tempel, so habe ich das verstanden, dass wir dort um 15 Uhr rein können. Und was das Besondere ist, man muss hier für die Ausweise mitnehmen, damit man sich Tickets genau, holen kann. Genau, Ausweise, ne? Ganz wichtig mitnehmen. Ja, wir haben ja jetzt den Termin um 15 Uhr in den Nazarenenpalästen. Da wollen wir auf jeden Fall reingucken. Also wir sind noch ein bisschen planlos unterwegs. Klar weiß ich so weiter, dass hier dieser maurische, islamische Stil, sag ich mal, hier so mit diesen katholischen dann zusammenkommt. Ja, Mops hatte sich gerade hier hingesetzt, ne, eine kleine Pause wollte sie machen, durfte sie nicht, wurde sie direkt ermahnt. Pause ist sie nicht, schnell durchgehen, ne? Ja, ich wurde jetzt gerade eben auch noch ermahnt. Ich habe nämlich den Rucksack falsch rumgetragen. Also Mops sagte schon, ja, man, es ist gewünscht, dass man ihn vorne trägt im Prinzip. Ich hatte so gesagt, ach nö. Und dann wurde ich dann doch angesprochen. Auf jeden Fall, was ich echt heftig jetzt finde, also selbst dort, wo wir nochmal mit Ticket zweimal kontrolliert und Personalausweis wieder bereithalten, Rucksackkontrolle wieder mal. Ja, das ist dann doch schon ganz schön nervig, also wie ich es persönlich finde, oder einfach unnötig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwelche Leute die Burgmauern hochflitzen, um dann dort reinzukommen. Das glaube ich nicht. Also, naja, so fällt es mir auf jeden Fall auf. Ja, ich will jetzt hier hinten auf die Türme, aber ich sehe da vorne schon wieder einen Wachmann mit Schäferhund und Ticketkontrolle. Das ist echt schon heftig hier. Ja, und hier sehe ich es, ich habe es gerade ehrlich nicht gesehen, also hier sehe ich dann auch hier den Rucksack nach vorne, Hunde verboten, kein Kinderwagen. Naja, ich bin ja schon froh, dass ich hier nicht noch extra zahlen muss, wenn ich ehrlich bin. Okay, hat nichts extra gekostet, wäre auch heftig gewesen, nee. Aber hier, das ist auf jeden Fall was für mich, also ich freue mich jetzt auch mal hier hoch zu gehen. Ja, das war dann doch schon ganz schön sportlich jetzt hier hoch. Aber hier gibt es dann auf jeden Fall die Tagesbelohnung. Ja, das Highlight, mein persönliches Highlight auf jeden Fall, dieser Blick auf die Sierra Nevada, das ist auf jeden Fall was ganz, ganz Schönes. Hier kann man natürlich nochmal runter gucken, sich natürlich auch die ganze Stadt von hier oben angucken. Also das kann ich garantiert nur empfehlen, dass man einmal hier sich hochprügelt, um dann von hier oben einfach sich die ganze Stadt Granada anzuschauen. Und da merkt man erstmal, wie riesig ist sie denn eigentlich, ne? Ja, Wahnsinn. Richtig im Tal, ringsrum, nur Berge. Ja, sieht schon schön aus. Die Bimmelbahn, die kommt jetzt gerade hinter uns. Die Bimmelbahn wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich mache mir gerade einen Kopf wegen diesen ganzen Einlasskontrollen. Hier vorne ist zwar eine Schranke, aber ich glaube, die Leute können hier einfach hochpilgern und dass deswegen diese Einlasskontrollen sind. Ich hoffe jetzt mal, dass ich irgendwie die Bimmelbahn überzeugen kann, dass sie uns mitnehmen kann. Wir haben ja ein Ticket. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wie ich es machen soll. Ja, wir haben es jetzt tatsächlich hier geschafft. Wir sind hier drin. Also zum Glück ist er angehalten. Oder vielleicht, ich glaube, hier ist auch eine Haltestelle. Aber ich sehe jetzt hier nirgendwo ein Haltestellenschild. Also wir sind jetzt drin und genießen jetzt die Fahrt durch die Stadt. Thank you.
Ja, wir sind jetzt wieder ausgestiegen und haben den Tobi und die Familie wieder getroffen, ist doch klar. Den haben wir denn da? Oh, was haben Sie denn eingekauft? Ja, Souvenirs für die Kinder. Aha. Schwerter. Schilde. Postkarten. Tassen. Mhm. Das war's auch schon. Und wir waren halt da vorne in diesem Viertel drin, ne, wo du plötzlich gehst um die Ecke, hast du so arabische Bauten, minischmale Gässchen, irgendwie super geil mit so Bögen und sowas, halt ganz kleine Geschäfte drin, also richtig schön, kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, wie das Viertel heißt. Und daneben eine Riesenkathedrale, die auch sehr, sehr beeindruckend war. Also ja. Und ich habe gerade gedacht, ach, da kommt die Bimmelbahn. Ich gucke jetzt mal, ob Elon Mops da drin sind. Und gucke und sehe so nur die getönten Scheiben und auf der anderen Seite so einen Arm rauswinken. Da wusste ich, wer es ist. Echt witzig. Ja, schön, dass wir uns wieder gefunden haben. Ich würde sagen, wir suchen jetzt mal was zu essen. Hier vorne gibt es noch schön ein paar kleine Gassen und schauen uns hier noch schön um. Jetzt gibt es natürlich noch mal Tee. Mops braucht ein bisschen Cannabis. Hier werden wir jetzt schön speisen. Hier gibt's Pita, Falafel und so weiter. Und ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es hier heißt In und Mops. Bis dann. Ciao.